Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe jetzt gerade mal ganz spontan beschlossen, dass Mimi eine Aufgabe bekommt. Und zwar, ich stelle euch jetzt einen Timer. Du stellst einen Timer? Ja. Und du hast jetzt 5 Minuten Zeit, meine Kliniktasche zu packen. Wir befinden uns jetzt in der 38. Schwangerschaftswoche und es wird langsamer Zeit, dass ich eine Kliniktasche habe. Wo ist denn hier die Stoppuhr, sag mal? Na, Moment, Handy? Und jetzt muss mir erstmal eins sagen. Welche Tasche? Kliniktasche. Wo, wenn, welche, was? Ja, was das musst du machen. Und die, pass auf, es geht gleich. Du musst mir ja wohl eine Tasche stellen. Ende. Nein, ich mach gar nichts. Du machst das jetzt. In 5 Minuten muss die Tasche gepackt sein. Komm, das ist unser drittes Kind. Das kriegst du jetzt hin. Also. Auf die Plätze. Ja, und die Tasche, also in die Tasche, in die es reingeht, das muss ich, hast du mir ja hingelegt. Oben. Nein, ich hab dir gar nichts hingelegt. Dann nehme ich hier. Ich hab dir nichts vorbereitet. Dann nehme ich hier eine Plastiktüte. Ja, die wirst du wohl in die Tasche packen können. Ja, also, aber welche denn? Das, wir haben, irgendwo haben wir. Und wie groß, was kommt da rein? Handtuch? Das muss ja, hör, das ist unser drittes Kind. Also, auf die Plätze. Pampis brauche ich ja nicht. Los! Ja, also. Und los! Ganz wichtig, Hasenohren. Nein. Also. 3 Minuten 50 hast du noch. Easy. Bernd, ich brauche den Brustwarzen. Das ja, ist alles. Muss ich auf das Baby mitnehmen? Hör, alles, was wir brauchen. Alles, was wir brauchen? Pampis kriegt man ja wohl da oben. Das behalten wir alles ihre Stille an. Du willst ja, also das brauchen wir nicht. Baby? Spucktuch? Das haben wir ja auch da oben. Jetzt erstmal Schlippi. Einen gemütlichen Schlippi. Das ist ein Schlippi. Das ist ein Schlippi. Ein Schlippi. Oh Mann, ich sehe schon, was er da alles hat. Also 2 Minuten 37 hast du noch. Einen Schlafi, einen. Du nimmst gerade nur die obersten Klamotten einfach nein, weg. Nein. So. Was tust du? Naja, lieber zu viel als zu wenig. Ich weiß ja, du weißt jetzt nicht. Wo sind deine Schminksachen? Um. Meine Schminksachen. Du hast noch 1 Minute und 45 Sekunden. Das ist übrigens noch alles provisorisch. Die Wickelkommode kommt noch. Wie viele Minuten noch? 1 Minute und 10 Sekunden. 15, 14, 13. Schlippi. Und du brauchst noch. Oh. Und Schluss. Und Schluss. Ja, keine Ahnung. Ich habe ja auch nicht nur 5 Minuten Zeit. Das ist alles. Was soll ich mit dem Arm klatter machen? Achso, das, ja, das ist eine Hose. Ich hab gedacht, das ist eine Hose. Also, wir schauen uns das jetzt mal an, was Mimi mir hier für den Klinikaufenthalt mitnehmen würde. Mann, ey, zum Glück ist das Kind noch nicht da, dass ich dann einfach nochmal ein bisschen korrigieren kann. Naja, du brauchst ein bisschen was zum Frisch machen. Und dann ist ja so, dass wenn dann irgendwas ist, dann kann man ja nochmal jemanden anrufen, der nochmal was bringt. Ja, jetzt mal. Und hier, Erstausstattung für den Kleinen. Schlippis für dich. Also erstmal, ist auch geil. Ein BH ist ja alles schön und gut, aber wie soll ich damit stillen? Okay. Ist ja da für gedacht, wenn du rauskommst aus der Gegend, lass ein bisschen nach was aus. Nein, keine Ahnung, du hast ja eh kein BH an. Still-BH hast du ja. Das kriegst du ja wohl da oben. Nein, geben mir doch kein Still-BH. Naja. Stilleinlagen habe ich auf jeden Fall nicht mitgenommen. Weil wir kommen eh, du willst hier sowieso eine spontane Geburt machen. Und dann kommen wir am gleichen Tag. Eine ambulante meinst du? Ja, meine ich ja, Entschuldigung. Eine ambulante. Ja, das stimmt. Aber wir müssen ja immer für den Worst Case immer noch mit einplanen. Ja, die habe ich an der Hand gehabt, das habt ihr ja gesehen. Dann hätte ich sie auch mitgenommen.
Das zählt schon. Da können wir sie auch dazu legen. Ja, die haben wir, die haben sie aber da. Also. Dann hat er mir eingepackt ein... Ja, längeres T-Shirt, nicht so viel gut betont. T-Shirt. Von ihrer Beyoncé. Meine Beyoncé. Bella ja sicherlich auch etwas weiter ihre Klamotten tragen möchte. Habe ich ja ein Beyoncé. Ein Beyoncé-T-Shirt. So. Habe ich hier einfach hin. Ja gut, das ist jetzt... Ist cool. Nicht schlecht, fürs Stillen jetzt nicht unbedingt super geeignet, aber... Aber kuschelig. Aber kuschelig, ja, das ist... Kuschelig und gemütlich, also ich, Punkt. Ja, das ist okay. Du hast mir einfach eiskalt keine Hose eingepackt. Ja, ich dachte, das wäre eine Hose, halt. Dann hat er mir eingepackt, zeig's doch mal gerne hoch. Ein schönes Abendkleid. Ja, etwas weiter geschnitten, so ein Mantel. Nein, das ist ein Abendkleid, die Knoppis gehen zu. Ja, okay, das ist ein Abendkleid, aber man kann es ja auch so überwerfen. Ja, und dann, oder als Hose, meinst du, oder was? Ich dachte, es wäre eine Hose. Ja, gut. Okay, also, keine Hose for me hier, für mich. Und dann natürlich ein Kuschelpulli. Und dann ein Kuschelpulli, gut, auch für Stillen jetzt nicht so super, aber okay. Auch gemütlich. Fürs Krankenhaus, ja, falls man ich da länger ja, ist. Das Abendkleid wäre eine Hose, dann wär man ja... Aber das ist es leider nicht. Dann Schlippis. Schlippis, gut, die müssen wir jetzt nicht reinhalten. Söckchen. Socken, ja, gut. Ja, und dann Erstausstattung für Punkt, Punkt, Punkt. Ein Shirt mit Mickey Mouse, passend, dann... Ein Body, Mützchen passend dazu natürlich, Söckchen und ein Shirt, natürlich Rock, Real Rock, Guns'n Roses. Und ein Schlafanzug, falls wir da bleiben. Schlafanzug, so. Also das ist ja wohl gut ausgestattet, oder? Ja, das ist in Ordnung. Also, das ist in Ordnung. Zumindest hast du an ihn gedacht, da. Das Bodylotion, Zahnpasta, weil ich weiß, du magst es nicht, wenn du kein frisches... Kein frisches. Wenn du Füchse im Mund hast, das magst du nicht so gern. Tote Füchse. Dann Duschgel, dann Shampoo, falls du deine Haare. Ja, das ist aber, ja. Deodorant. Also auch, obwohl ich jetzt am Rand nämlich. Gesichtscreme, Feuchtigkeitscreme habe ich vergessen. Ah, oh, ja, tatsächlich, aber gut. Ich finde, das ist schon mal ganz gut, dass er daran gedacht hat, weil ja, ich nach der ambulanten Geburt, wir sind dann ja direkt nach Hause gefahren, aber ich habe. Danach auch direkt geduscht nach der Geburt, weil ich mich einfach frisch fühlen muss. Ja, und jetzt Make-up? Ja. Einfach mal. Also einfach so, weil Bella damals bei der Geburt von Zoe dann einfach mal zwischendurch völlig am Ende. Aber wirklich völlig am Ende. Nach 20 Stunden wehen bisher. Also, und dann sagt sie, gib mir mal meine Tasche. Und ich so, ja, warum? Ja, das, gib ihr ihre Tasche. Weil ich dachte, da ist irgendwie ein Snack drin oder so. Und fängt sie an, sich zu schminken. So. Ja. Ich so, was ist mit dir los? Fängt sie so, ja, ich muss ja einigermaßen aus. Ja, ich dachte, ich verliere den Glauben. Aber zu meiner Rechtfertigung, also bei Malu war ich ja gar nicht geschminkt. Ich hasse es nur, wenn ich geschminkt bin. Und damals ging es ja tagsüber bei Zoe los und das hat sich ja wirklich stundenlang, fast 30 Stunden lang gezogen, das Ganze. Und ich hasse es, wenn ich geschminkt bin, wenn das dann so eklig aussieht. Wisst ihr, was ich meine? So wie so nach einer langen Partynacht. Das hasse ich wie die Pest. Bei Malu war es ja auch kein Problem, da war ich die ganze Zeit ungeschminkt und alles war cool. Ja, so ist es am bequemsten eigentlich, direkt ungeschminkt. Aber irgendwie, ja, und dann hatte ich einfach das Bedürfnis, mich nach 20 Stunden Wehen irgendwann mal nachzuschminken. Bescheuert. Ja gut, aber zumindest hast du daran gedacht, auch wenn ich damit jetzt nicht viel anfangen könnte. Naja, ich habe ja keine Ahnung, bei Highlighter habe ich irgendwie eingepackt. Hier. Ja, das stimmt. Aber ich habe, glaube ich, Basis-Make-up verpasst, oder? Ich weiß ja nicht, das hast du das tatsächlich verpasst. Das hier, dachte ich. Das ist Rouge, ja. Rouge, ja. Und ich dachte, genau das, wo du so reingehst und dann so... Oder das Flüssige. Wie nennt man das, wenn du so rein... Foundation. Was? Das Flüssige ist Foundation, wo du so hinkrebst, oder? Ja. Und dann eine mattierende Gesichtspflege, habe ich natürlich auch vergessen. Eine mattierende Gesichtspflege, sowas habe ich nicht mal. Das ist Grundlage für Make-up, weißt du. Lese ich aber. Ideal. Ja, und was ist jetzt das Fazit? Fazit ist, eine Hose wäre schon ganz geil gewesen. Habe ich ja gedacht, war ein bisschen hektisch. Aber du hast so an das Grobe ja schon gedacht. Kriegst eine 3 minus. Ja, ich wäre jetzt vor zum Lehrer und hätte diskutiert und gesagt, ob es nicht eine 3 minus.
4 plus. Nee, das ist ein Viehschlechter. Ja, ich weiß. Nee. Gib dich mit deiner 3 zufrieden. Also, eine 3 minus wird's, ja. Vielleicht hätte ich die rote Mütze noch eingepackt. Die wäre wichtig gewesen. Also, damit ich euch hier nicht verwirre, werde ich natürlich auch nochmal ein Video drehen mit meiner richtigen Kliniktasche, mit den ganzen Sachen, die ich tatsächlich mitnehmen werde. Wie gesagt, es ist eine ambulante Geburt geplant, dass wir an dem Tag dann auch wieder nach Hause gehen. Aber wir schauen natürlich erstmal, wie es dem Jungen geht. Und nur wenn da das Go geht, werde ich auch dann nach Hause gehen. Ich packe aber auch so ein, dass ich sozusagen da direkt eine Nacht bleiben könnte, falls es hart auf hart kommt sozusagen. Und das werdet ihr dann in einem anderen Video sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und willst du noch irgendwas dazu sagen, Herb? Ich bin leicht überfordert. Gut, das war jetzt auch nicht so geplant, um ihm... Also man muss sagen, möglich. Ich wollte gerade was zu essen machen und dann kommt die Bella mit ihrer super Idee um die Ecke und das... Es war vielleicht jetzt auch ein bisschen mit Zeitdruck, das ist schon gemein gewesen, da hast du recht. Nee, hat er eigentlich ja ganz okay gemacht. Danke. Also, wir hoffen, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.